down to there. Hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama. Everywhere's daddy, daddy. Hey, Armenia. Und hier ist Arabella Kiesbauer. Heute Abend wieder Unterstützung bekommen haben von den bereits ausgeschiedenen Kandidaten. Danke dafür. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die, die noch im Rennen sind um den heiß ersehnten Plattenvertrag. Die, die heute Abend noch wieder kämpfen, darum im Wettbewerb zu bleiben. Und zwar mit den Einzelsongs und erstmalig auch mit den Duetten. Schauen wir uns mal an, wer die sechs sind, die heute Abend um ihre Gunst buhlen. Schmuse-Songs hat er schon oft überzeugt. Heute will er sich mal von seiner rockigen Seite zeigen. Gernot. Der steirische Mädchenschwarm Mario besingt diesmal eine schrecklich nette Familie. Martin, der große Strahlemann aus Kärnten, wandelt heute Abend auf den Spuren von Cher nach Memphis. Das hat sich vor ihr noch nie jemand bei Starmania getraut. Nadine singt diesmal ohne jede musikalische Begleitung. Dank Friendship-Ticket noch im Rennen. Tom, die steirische Drama-Queen, will heute mit Austropop überzeugen. Und Rick, der Grafiker aus Oberösterreich, macht es diesmal den finnischen Song-Contest-Siegern Lordi nach. Ja, die Starmaniacs sind natürlich das A und O der Sendung. Aber mein nächster Gast, der ist, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich auch das Salz in der Suppe. Hier ist Hannes Eder, guten Abend. Das zu deinen Neujahrsvorsätzen gehört, dass du zu den Kandidaten ein bisschen freundlicher sein wirst im Jahr 2007. Ich habe es ja leider gar nicht so mit Neujahrsvorsätzen. Allerdings ist es ja so, dass jetzt immer weniger Kandidaten und eine Kandidatin noch dabei sind und insofern wird es immer besser für mich. So? Also weil das Feld immer besser wird. Ach so, da musst so du gar nicht mehr so ja. Aburteilen. Na, wir freuen uns ja schon sehr auf die Duette, hast ja gerade mitgekriegt, auch genau wie das Publikum reagiert hat. Du freust dich wahrscheinlich doppelt, denn du bist ja so ein kleiner Sadist und freust dich drauf, dass du dann gleich zwei Kandidaten gleichzeitig aburteilen kannst. Stimmt's? Nein, gar nicht. Getrennt ist es mir eh lieber. Aber für das Publikum, aber auch für mich ist es natürlich eine Möglichkeit, zwei Kandidaten zu beobachten, die gemeinsam als Konkurrenten im eigentlichen Wettbewerb eine möglichst harmonische Performance hinbringen müssen. Und das ist natürlich auch gut, da kann man auch die Stimmen direkt vergleichen und das wird sicher interessant. Für dich, für uns natürlich auch. Du wirst die Duette kommentieren, aber natürlich auch die Einzelauftritte. Dann möchte ich dich nicht daran hindern, bitte nimm Platz auf deinem Kommentatorensessel. Merci. Dorian. In die Vollen gehen, ein kurzer Rückblick auf letzten Freitag, denn auch da mussten wir uns wieder von einem Kandidaten verabschieden. Und wen hat es getroffen letzten Freitag? Falco, richtig. Bei Starmania gebracht, dass ich über meinen eigenen Schatten gesprungen bin, weil ich bis jetzt eigentlich für mich der Baustellensänger war.
Und ich habe bei Starmania eigentlich so viele Träume für mich erfüllt, dass ich mit einem ruhigen Gewissen heimgehe. Mitnehmen tue ich auf jeden Fall sehr viele neue Erfahrungen. Und hinter mir lasse ich 6 gute Freunde. Für mich war das eine sehr intensive Zeit. Gerade mit Gefühlen und Jahre aufholen einfach und viele Sachen verarbeiten. Und habe auch sehr viel dazugelernt. Was ich immer noch nicht leider hergebracht habe, das war in 1 Minute 50 locker zu werden. Komischerweise bringe ich das beim Straßenmusik her. Aber auf der Straße habe ich gemerkt, ich tue mir eigentlich leicht, auf Leute zuzugehen oder mich eigentlich irgendwo auch zum Depp zu machen oder auch zeigen, hey, das und das kann ich. Super. Ich glaube, die 2 größten Kicks, die ich hatte bei Starmania, das war eigentlich, wo ich Der Weg gesungen habe. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Das war eine Traumerfüllung einfach. Nur das Gefühl, dass die Leute auch noch im Publikum so mitgegangen sind. Oder das With or Without You, das war einfach so mein letzter Rucksack, was ich bei Starmania für mich persönlich abgelegt habe. Es ist ein Spiel mit Gewinnern und Verlierern und für mich habe ich eigentlich gewonnen, weil ich etwas gemacht habe, was ich mich nie getraut hätte. Na, es war witzig, echt. War eine fette, geile Zeit. Ich habe Gott sei Dank auf Montage genug Geld verdient, dass ich mir ein Jahr Auszeit leisten kann und möchte einfach ein kreatives Jahr machen. So schnell gebe ich noch nicht auf. Wo sind die Falco-Fans? Euch brauche ich nämlich jetzt, wenn wir ihn hier begrüßen. Hier ist Falco! Gerade hast du in dem Film gesagt, hinter mir lasse ich 6 Freunde. Jetzt haben sich ja diese 6 Freunde in der letzten Sendung gegen dich entschieden und Tom das Friendship-Ticket gegeben. Hat da die Freundschaft so ein bisschen drunter gelitten? Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch froh darum, dass sie es Tom gegeben haben. Es war einfach Endzeit für mich und Tom hat auf jeden Fall nochmal eine Chance verdient. Ich habe ja schon 2-mal das Friendship-Ticket davor bekommen. War ja eine geile Zeit mit euch allen hier. Ja, auch mit dir. Das Kompliment geben wir zurück. Aber schön wäre es natürlich schon gewesen, wenn du noch in der heutigen Sendung mit dabei gewesen wärst, weil ja die Duette heute anfangen. Jetzt kann ich dir natürlich nicht ermöglichen, dass du ein Duett singst. Auch nicht mit mir, nein. Aber, was wir gemeinsam machen können, wir können das erste Duett des Abends ansagen. Weißt du, wer gleich jetzt auftritt? Als erstes fangen an im Duett der Gernot und der Rick mit Donato Sangelbein. Ich singe heute das Duett mit Rick. Er ist ganz ein begabter, würde schon fast sagen Entertainer, weil er sehr viele Sachen machen kann und sich über alles drüber traut. Der Gernot ist ein sehr, sehr emotionaler Mensch, soweit ich ihn kennengelernt habe. Und er hat überhaupt keine Angst davor, dass er das in der breiten Öffentlichkeit und auch auf einer großen Bühne zeigt. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Charakterzug. Menschlich schätze ich am Rick, dass er sehr gerade an mich ist. Er sagt das, was er sich denkt. Er redet nicht deppert herum. Wir teilen absolut die Leidenschaft zum Swing. Und er ist großer Frank Sinatra-Fan und ich eben sehr großer Sammy Davis-Fan. Es ist im Allgemeinen immer wichtig, dass man miteinander harmoniert, weil, ja, weil dann einfach das Lied besser zum Spielen ist, auch für die Leute, die da unten sitzen. Ein Feuerwerk an. Ja, na, das ist mir jetzt zu schmutzig. In unserem Lied ist es einfach so angelegt, dass man sich einfach zurücklehnen soll und es genießen soll, ganz einfach. Can't allow no more of your
sense to be for me. Frozen here on the ladder of my life. But you misread. Sonnenuntergang, wenn wir ihn so mit den beiden auch erleben könnten. Ja. Gut, aber auch wenn die Duette, meine Lieben, keine Startnummer haben, das ist euch vielleicht aufgefallen, eines haben sie auf jeden Fall, nämlich ein Saalvoting. Das heißt, auch da bitteschön seid ihr gefordert, aber nicht zweimal drücken, nur weil zwei Kandidaten jetzt gerade auf der Bühne stehen, einmal reicht, von 1 bis 10, 10 ist die Bestnote. So, na, jetzt wollen wir mal wissen, wie ist das denn so mit den Duetten? Ist das schwieriger, Rick, weil man sich ja mit der Koordination absprechen muss? Oder ist es einfacher, weil man einen Partner hat, der den Song ja mitträgt? Na, es ist, wir machen ja Gruppensongs und so, also es ist jetzt nicht von der Choreografie, ist nicht so, es ist einfach, es ist super, wenn man mal wieder auf der Bühne steht, hat der mit einem was macht. Es ist halt einfach, wenn man Bands gewohnt ist, und der Gernot ist ja auch Bands gewohnt normalerweise, dann ist man manchmal ganz schön einsam. Und das ist echt. Auf der großen Bühne. Das haben wir uns alle schon sehr gefreut. Und wie übt ihr das dann, das Duett? Also übt da jeder die ganze Woche allein im Kämmerlein oder und trefft ihr euch dann hier auf der Bühne quasi fast zum ersten Mal und sind gemeinsam? Nein, das üben wir eigentlich immer zusammen, im Proberaum dann mit der Monika zusammen. Und da können wir es uns dann richtig geben. Aber das Schöne ist immer das, dass ich nicht allein bin, wenn ich zurückgehe hinter die Bühne, weil da ficht ihm immer so. Und wenn du kannst dich festhalten, Amrik. Und er hält halt meistens meine Hand. Und dann war's. Gut, also ist das ein Zeichen? Ja. Ah, jetzt habe ich noch einen Vorteil erkannt. Man kann auch Händchen halten, wenn man sich dem Urteil stellt vom Hannes Eder. Das ist ja manchmal auch ein bisschen beängstigend. Aber schauen wir mal, was du zu sagen hast. Ja, das greife ich doch gleich auf. Wenn man sich die Hand reicht, bevor man ein Duett singt, dann ist das stark von Vorteil. Die Frage, die du zuerst dem Rick gestellt hast, ob das leichter ist, ich würde sagen, das hängt stark davon ab, mit wem man das Duett singt. Ihr beide habt sehr gut harmoniert. Ihr habt eine Las Vegas reife Entertainer-Show hingelegt. Ob es schon Frank Sinatra. Ob es schon Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. war, weiß ich nicht. Aber zumindest die Feuershow hat dafür gesorgt, dass es, sagen wir, Siegfried und Roy-Klasse war es schon. Danke. Dann kann ich ja eigentlich, wenn ich jetzt das Saalvoting abrufe, sagen nicht das Saalvoting für unser Dreamteam, sondern eher für unser, auch wenn auch etwas geschrumpftes, Red Pack, oder in Anlehnung an Las Vegas. Schauen wir mal. Ach. Best
besten Saalvoting, das wir bislang hatten. Was für ein Einstieg in die Sendung. Also die hauen sie auf Wert. Man könnte auch sagen, hibernarisch. Das ist ja Wahnsinn, oder? Gut, also Latte hochgelegt, aber so soll es ja auch sein. Wir bedanken uns vielmals für diesen wirklich grandiosen Einstieg in die heutige Sendung. Dankeschön. Im ersten Duett kommen wir auch gleich zur ersten Solo-Nummer mit Startnummer 01. Mario! Mir hat's eigentlich taugt, weil ich mir einfach gedacht habe, es ist mir total wurscht. Und mir war es eigentlich total wurscht, weil ich mir gedacht habe, Song Contest ist die Kategorie, die ich hasse. Und da haben wir gedacht, wenn wir schon irgendwie einen Todlauber klopfen, soll ich dann so richtig. Na, ich habe eigentlich kein Problem damit, mich selbst zu verarschen. Aber das tue ich jetzt nicht unbedingt so, jetzt denke ich mir, so, jetzt stelle ich mich selber als Dodel da, sondern das, keine Ahnung, das mache ich einfach. Hallo! Ich bin ein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Und es ist eigentlich recht lässig, wenn mir irgendwie Leute zum Lachen bringt. Look into my heart. You will see. Ja, ich war eigentlich schon immer gern der Kasperl und der Clown. Als Kind habe ich immer schon irgendwie geschaut, was ich nicht die tollsten Witze erzählt. Und das war, hat mir schon immer gedacht. Also ich bin einer, der ziemlich gern irgendwie gewohnt für andere Leute anzieht. Einfach so, weiß ich nicht. Einfach nur um zu schauen, ob mir das passt. Weiß ich nicht, trage oft gerne einen Anzug oder eben so Sachen wie bei Wade Hade Dude da. Nein, ich habe eigentlich keine genauen Vorstellungen beim Anziehen. Ich bin für alles offen. Wenn ich irgendwie Stress habe in der Früh, nehme ich mir einfach irgendwas. Aber wenn ich jetzt eine halbe Stunde Zeit habe, dann brauche ich ungefähr 28 Minuten dafür, dass ich irgendwie das richtige Gewand finde. Dass ich, da muss ich irgendwie dann, kriege ich auf einmal, keine Ahnung, einen Stress zusammen und na, das passt mit dem nicht zusammen, dann ist das Hemd wieder zweit und das Leib wird zu eng und das passt nicht und das passt nicht. Da bin ich voll pingelig, das ist der Kopf. Love and marriage, love and marriage. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and carriage. That was told by mother. You can't have one. Schrecklich nette Familie. Dann können wir gleich mal den Hannes fragen, wie schrecklich oder wie nett sich das denn jetzt für dich angehört hat.
Ja, Mario, du stellst deine Fans ja schon die zweite Woche hintereinander vor ganz große Herausforderung. Die wollen ja, glaube ich, eigentlich den rockigen Mario hören. Nach der lustigen Nummer der Vorwoche jetzt eine aus seiner, wir kennen sie alle, El Bandi-Titelhymne, ne? Die im Original übrigens Frank Sinatra tatsächlich gesungen hat. Und für mich ist diese Nummer auch eine, die eigentlich zu so einem älteren Barsänger, großen Las Vegas-Entertainer mit 40, 50, 80 Jahren Lebenserfahrung besser passt als zu dir. Das heißt, ich würde sagen, warte mit dieser Barsänger-Karriere noch circa 50, 60 Jahre. Dazwischen werde aber lieber nicht Schuhverkäufer, ich sehe dich schon als Popstar noch davor. Danke schön. Classic, hast du hier wieder über Love and Marriage gesungen, wobei das ja eigentlich ein Thema ist, wo sehr viele Männer Stresspickel kriegen, gell? Du anscheinend nicht. Na, eigentlich nicht wirklich. Hast du dir schon Vorstellungen gemacht? Wie über das meine Hochzeit? Ja, wenn du heiratest? Ich glaube, ich würde irgendwo am Meer heiraten. In Lignano wahrscheinlich, irgendwo am Strand oder was? Meer, passt schon. Ja. Und, also da hätte ich dann, weiß ich nicht, da wird der Pfarrer fragen, ob ich heiraten will und bla bla bla. Und du sagst natürlich nein, weil du bist ja Kasperl. Nein, das, ich würde ja sagen. Und dann fahre ich heim nach Lorenzen und dann feiern wir da in der Kirche und da wird anbratelt und ja. Und da geht's dann auch. Genau. Das klingt eigentlich sehr romantisch, können sich sicher viele Mädels auch vorstellen, aber es scheitert momentan noch ein bisschen an der richtigen Partnerin, oder? An der potenziellen Braut. Ja, Braut habe ich keine, ne? Das stimmt. Noch nicht, aber die Mädels, die sind ja ganz hin und weg. Schauen wir mal, ob sich das auch auf das Saalvoting ausgewirkt hat. Ihr habt hoffentlich nicht vergessen, denn wir rufen es jetzt schon ab. Sieben von der drei. Dankeschön. Dann sagen wir auch Dankeschön und erstmal ab mit dir zurück in die Backstage. Dankeschön. Startnummer 02 hat heute Abend einen Kandidat, der seine Teilnahme dem Friendship-Ticket der letzten Woche verdankt. Tom! Freitag war für mich eigentlich im Großen und Ganzen eine sehr schöne Sendung. Und dann ist halt das Ende gekommen und dann war alles irgendwie nicht mehr so lustig. Ich bin zwar froh, dass ich weiter bin, aber das denke ich mir echt schon. Jetzt gebe ich mein Bestes und es ist jedem eigentlich scheißegal. Ich bleib mir treu und singe so, wie es mir gefällt. Und mir hat es halt gefallen. Und darum, ich kann eh nichts machen. Ich kann jetzt nicht auf einmal mich total verstünden, weil mich dann alle vielleicht lieber haben. Da scheiße ich drauf. Ich glaube, mich mag man entweder oder mich kann man überhaupt nicht ausstehen. Mir kommt vor, dass ich jetzt vielleicht nicht so viel singen lassen. Aber es gibt grundsätzliche Dinge, die was ich einfach nicht ändern will. Die was einfach so zu mir gehören und die was ich immer schon gehabt habe. Vielleicht hört sie sich für einen Profi besser an, wenn ich weniger Vibrato singe oder weniger dramatisch. Aber das wäre dann nicht mehr ich und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich möchte mich nicht verlieren. Alle meine Freunde sagen, das bist genau du auf der Bühne. Und man merkt sofort, wenn du auf der Bühne stehst, dass du dein Lebensgefühl immer noch ausstrahlst, das was du immer schon gehabt hast. Und genau für das ist es wert, dass ich singe. Dass ich meine Emotionen rüberbringe mit den Emotionen, die was andere gern sehen würden. Kaffee mit Wein gestreckt. Es war ein Fest, wie's niemand plant, wo mir sogar ein warmer Hansel schmeckt. Gerade vorhin nur hast von dir erzählt, mir hat's die Uhren aufgestellt. Und alles war so unbeschwert, ich hab vor Übermut gleich alle Glas und Gläser.
die könnte die Welt gleich kriegen. Jetzt spukt doch irgendwas Großes um mich und ich bin mittendrin ein winzige Fliegen. Ich möchte so gern landen, möchte in deiner Nähe bleiben. Dauernd flieg ich mit dem Kopf an deine Scheibe. Ich möchte so gern landen, möchte in deiner Nähe bleiben. Dauernd flieg ich mit dem Kopf an deine Scheibe. Du musst jetzt uns jetzt sagen, wo Tom bei dir landet mit diesem Song, auf der Butter- und auf der Sonnenseite des Lebens. Da möchte ich zuerst ein bisschen ausholen. Du hast in der Zuspielung vorher gemeint, du hast den Eindruck, dich mögen die Leute gar nicht so sehr, wie sie andere mögen. Den Eindruck hätte ich jetzt gar nicht gehabt, da jetzt im Publikum, was die Reaktion betrifft. Danke. Des Weiteren... Hast du offensichtlich meine Kritik der Vorwoche falsch verstanden oder nur die eine Hälfte aufgenommen? Ich habe dir eigentlich eine gute Kritik gegeben, aber gemeint, die Drama-Queen, die muss nicht immer da sein und dieser eine lange Ton muss nicht in jedes Lied passen. Heute bei der Generalprobe habe ich mich dann irrsinnig geschreckt, weil da war jemand auf Autopilot unterwegs, die Fliege da, die gegen die Scheiben fliegt und hat eine Säusel-Version auch in, wie eine Fliege nur in mein Ohr gezirpt. Jetzt bin ich überrascht, das war viel besser. Du bist nicht mehr auf Autopilot. Du hast zwar vielleicht ein bisschen vorsichtig deinen Landeanflug begonnen, ob du Landeerlaubnis kriegst, da weiß ich nicht, aber ich wünsche es dir. Dankeschön. Tom, ich habe ja mitbekommen, dass du ein bisschen bedrückt warst die Woche, also ein bisschen auch angespannt, wahrscheinlich vor dem Auftritt und auch vor dem, was Hannes Eder sagen wird. Bist du jetzt erleichtert? Ja, eigentlich schon. Aber das war ja eine halbe Stunde vorher schon. Wieso, wieso? Naja. Habt ihr euch unterhalten oder was? Nein, ich weiß nicht. Da haben wir einfach gedacht, der Hannes. Ist auch nur ein Mensch, oder? Ist auch nur ein Mensch, gut. Na, dann schauen wir mal auf das Saalvoting. Da sind ja auch nur Menschen hier im Saalpublikum, die geben sicherlich auch ein gutes Saalvoting. 7,6! Wer sagt denn? Danke. Also, da wird die Erleichterung sicherlich noch größer. Wobei wir dich ja nochmal hier auf der Bühne sehen und hören werden. Und zwar im Duett, allerdings etwas später. Genau. Das Erste, vielen Dank. Tschüss. Der Nächste mit Startnummer 03. Ich habe den Namen schon gehört. Gut, seid ihr informiert. Es ist... Martin! Ich war zuerst am Schluss draußen, dann bist du selber noch ganz weg, weil du das irgendwie nicht realisierst, dass du jetzt da wieder dabei bist. Martin! Und dann musst du reden auch noch. Und was sagst du dann? Der Tom ist echt ein wichtiger Mensch für mich da und deshalb entscheide ich mich auf alle Fälle für den Tom. Das heißt, 4:1, also eindeutige Entscheidung für den Tom. Martin, bist du dann gleich der Sprecher auf der Bühne, würde ich vorschlagen. Gehen wir zurück ins Studio, okay? Und dann habe ich einfach gesagt, ich muss kurz und bündig. Und das war mir wichtig, weil was meine Oma erzählt dann alle zusammen. Sportler würde ich es eher so, also eher beschreiben. Yeah. Vor 2 Jahren habe ich mir einfach gedacht, Martin, du brauchst eine Veränderung oder du musst irgendwas anderes einmal machen oder was anderes lernen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt lernst du so wann. Und dann habe ich mich aufs Beutel gestellt und bin halt gefahren. Natürlich hat es mir dann am Anfang ein paar Mal auf die Fresse, Entschuldigung, auf den Schnauz, also aufs Gesicht gepackt und die Schnee rein.
ich bin durch Termin ja schon ein Boxender, unter Anführungszeichen jetzt, oder viel eigenverantwortlicher und selbstbewusster geworden. Das ist ganz klar. Zuerst war ich immer ein bisschen so, der, was sich ein bisschen immer so ein bisschen gemacht hat. Einfach generell, weil ich ein bisschen unzufrieden war mit mir selber. Jetzt denke ich drüber nach und denke mir, für was war das gut, weil das bringt einem selber nichts. Und deshalb ist einfach das Gescheitste, das wird schon gehen und du musst dich ein bisschen auf dich selber verlassen, weil sonst glaube ich, wird das nichts. Put on my blue suede shoes and I board out the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. That I'm walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beat. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Ihr seid heute aber gut. Und sie gut drauf. Ja, und der Hannes, muss ich sagen, bislang mit seinen Kommentaren hat mir auch viel Freude bereitet. Es ist ein gutes Jahr, das 2007er Jahr. Wie hat dir das gefallen? Ja, Martin, wenn man sich mit einer derartigen Röhre wie Cher anlegt, von der dieser Welthit ja stammt, dann erfordert das ganz schön viel Mut, weil es ist eine sehr riskante Angelegenheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, so ist es. Ja, und manche Teile von Cher sind ja auch erst so alt wie du, ne? Insofern ist sich das gut ausgegangen. Du hast aus dieser Version schönen Pop-Flavor reingebracht. Du hast dich voll ins Zeug gelegt. Es war schwungvoll und es war in sich stimmig. Dankeschön. Oder Shares Alter oder Shares Ersatzteillager Alter angesprochen hat. Du hast ja selber mal gesagt, du meinst, dass die Jüngeren bei Starmania einen Vorteil haben gegenüber den Älteren. Wie hast du das gemeint? Nein, das habe ich eigentlich gar nicht so gesagt. Das hat die Redaktion falsch aufgefasst. Das war einfach ja, so, dass. Was hast du denn gemeint? Also, ich habe so gemeint, dass die Jungen einfach viel. Einfach, weil sie jetzt noch jünger sind, dass sie vielleicht mehr aufnehmen können und dass sie einfach. Oder das ist für die Jüngeren einfach eine andere Welt da. Das ist alles neu und die Eltern, also, naja, wie soll das Na so? Moment, soll ich dir vielleicht erklären, was du gemeint hast? Ja. Also wie ich es verstanden hätte, dass vielleicht die Jüngeren all das, was hier passiert, noch besser aufnehmen können, weil sie noch nicht so viel erfahren haben und deswegen vielleicht einen kleinen Startvorteil haben. Hm? Genau. Okay. Gut. Gemeinsam schaffen wir das schon. Ja. Aber für Salvo, die sind die anderen zuständig. Schauen wir uns das mal an.
Also egal ob Jugendbonus oder nicht, mit der 7,7 bist du auf jeden Fall sehr, sehr gut gefahren. Bis lang. Danke schön. Auf das Neue warten wir noch. Danke schön. Und das nächste Duett müssen wir allerdings gar nicht lange warten. Das gibt's schon jetzt. Und zwar von Mario und Nadine. Ich singe das von meinem Duett mit Mario. Es ist mir natürlich eine Ehre, dass bei der Nadine nur das einzige Mädel ist, dass da ich jetzt irgendwie der Glückliche bin, der mit ihr ein Duett singen darf. Was ich an Mario schätze, ist, dass er sehr ehrlich ist, weil er Humor hat. Also man kann die ganze Zeit mit ihm drüber, über irgendetwas lachen, verblödeln. Ja, die Nadine ist eigentlich ein total ein liebes Puppel. Die Nadine hat einfach die Gabe, dass sie einfach mit ihrem Geschau irgendwie sofort, das ist ein bisschen, dass sie eigentlich sofort das kriegt, was sie will. Ich glaube, dass unsere Stimmen gut zusammenpassen. Weil er hat eher die Rockstimme und ich eher nicht so. Also wir Gegensätze ein bisschen. Und ich glaube, das passt gut. Lass dich einfach überraschen. Verdächtig lange die Köpfe zusammengesteckt da am Ende. Mario, war das jetzt nur Koketterie oder war da auch ein bisschen Flirten mit dabei? Mario! Nadine, also er ist sprachlos anscheinend. Sag mal, wie stark muss man denn da mit dem Partner fühlen oder für den Partner auch fühlen, wenn man einen derartigen Song dann auch so romantisch rüberbringen möchte? Ja.
Ein bisschen schon. Ein bisschen schon, gell? Oder man muss gut schauspielern können, also eins von beiden. Die Frage ist ja nur, funktioniert es dann auch? Wird einem warm hier nur durch die Feuerschalen oder wird einem wirklich auch warm durchs Herz durch die Performance? Hannes, was meinst du? Die Kombination verrauchte Ofenrohrstimme von Mario und samt weiche Soul Voice von Nadine hat insgesamt schon zu einem sehr wärmenden Effekt geführt, möchte ich sagen. Es ist ja oft so, dass sich Gegensätze anziehen. Ihr beide euch am Ende der Performance sogar beinahe aus. Insofern romantisch, kitschig, wunderschön. Dankeschön. Dann freuen wir uns auf das Saalvoting. Schauen wir uns das mal an. Sehr genossen und bedanken uns vielmals für dieses wunderbare Duett. Dankeschön. Die folgenden Damen und Herren, die sollten besser kein Duett wagen. Böse Zungen behaupten ja sogar, die sollten gar nicht singen. Aber diese Meinung kann ich nicht teilen. Denn ich finde sie liebenswert und einzigartig. Unsere Leider-Nein-Kandidaten. Sind wir angekommen? Okay. Gut. Grüß euch. Bitte. Ich bin der Obmann von der Hütten. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich singe euch jetzt ein Lied, bitte seid nicht besser auf mich. Singe kann ich nicht, aber es geht ab. It could have been all songs in the street. It was nearly complete, it was nearly so sweet. And now I'm singing three lines on a shirt. I could stay awake just to hear you breathing. Hoch am Berg, da brennt ein Licht, so frei und auch so hell. When I was young, I never need anyone, and making love was just for fun. Those days are gone, all by myself. Don't wanna be all by myself. Hi, ich bin der Siegbert. Bitte. Da war kein Tor und doch bin ich hindurchgegangen. Danke, das reicht. Alles im Leben hat seine Zeit und auch die rechte Stelle. Von da du der Sturm brennt. Wir sollten noch die Zwangsjacken austeilen vorher. Ich bin hindurchgegangen und doch komme ich vorwärts. Ich komme vorwärts und doch bleibe ich in meiner Mitte. Ich bleibe in meiner Mitte und doch bin ich in allem. Ich bin in allem und doch bin ich Hannes, was sagt man dazu? Eigenwillig und zum Teil sehr hartnäckig. Recht hartnäckig und ich glaube, man sollte nicht schon beim Casting sturzbetrunken sein. Das kann man dann wie Keith Richards nach 20 Jahren erfolgreicher Rock'n'Roll-Karriere noch 40 Jahre machen, wenn man es überlebt. Dann fällt einem aber die Kokosnuss auf den Kopf. Nicht nur die, ja. Aber beim Casting schon so aufzutauchen, ist, glaube ich, auch nicht was, was zur Verbesserung der Performance beiträgt. Aber ich glaube, da hätte eh auch sonst nichts genutzt.
Das kam jetzt wieder von dir. Na gut, aber wir haben natürlich also die beste Auslese getroffen und die besten hier präsentiert. Bis zur Startnummer 04 in der heutigen Sendung geschafft hat es zum Beispiel. Was mache ich da eigentlich noch? Die Mädels wissen eh alles. Gernot! Ich mag das sehr, im Wellnessbereich zu sein und in einem Whirlpool zu liegen. Aber ich habe halt nicht oft die Gelegenheit dazu. Wenn man sich dann einmal 3-4 Stunden Zeit nimmt, um auszuspannen, weil halt auch der Körper ein bisschen ausgelaugt ist, dann ist das schon klasse. Ein bisschen Gedanken hat man immer im Kopf, aber abschalten, hinlegen, Ruhe finden, das ist halt dann schon drin. Das geht schon. Mein Körper ist mir schon wichtig, weil ich irgendwie nicht besonders viel zunehmen will jetzt, sage ich mal. Ich möchte sportlich bleiben und ich möchte beweglich bleiben, weil mir das ja ziemlich wichtig ist, weil ich möchte einmal dann später, wenn ich einmal Kinder habe, möchte ich mit denen genauso klasse rumhupfen können. Naja, wie man das halt gern tun würde als Vater, sage ich jetzt einmal. Aber im Generellen ist es mir schon wichtig, dass ich gesund bin, dass ich mich gesund ernähre und dass ich halt ein bisschen auf meine Fitness schaue. Naja, ich bin nicht der, der sich vom Spiegel hinstellt und sagt, boah, geil. Sondern ich bin eher der, der sich vom Spiegel hinstellt und sagt, okay, ja, servus, guten Morgen. Wenn wir uns wieder mal frisieren und jetzt ist wieder ein anstrengender Tag. Ich bin nicht der Selbstbewusste, der sich jetzt hinsetzt und sagt, okay, ich habe einen guten Körper oder was, das bin ich überhaupt nicht, das mag ich auch nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, der sich, sagen wir, für, wo man dann vielleicht oft sieht, so in diversen Diskotheken, wo dann die Leute vielleicht die Hüllen fallen lassen und dann ein bisschen strippen mit dem Oberkörper, der bin ich nicht, das ist nicht meins. Wenn man dann die Zeit hat, abzuschalten, so wie es jetzt ist und in einem Wellnessbereich ist und Gas abschalten kann, dann möchte ich ganz einfach schauen, dass ich die Kraft, die ich jetzt tanken kann in den nächsten paar Stunden, die mitnehme für Freitag und auf der Bühne dann wieder so richtig die Sau rauslassen kann. So, kicking with your toes, so boys getting high and the girls even more. So wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, me got everybody. I got the gift, gonna suck you in the cold. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get the witness? Every girl, every man. You stand to your. Showparty im Wiener Moulin Rouge passen würde, wo du ja letztens ein Autogrammerlebnis, Gernot, der besonderen Art hattest. Naja, letztens, das war vor ungefähr 3 Wochen, war das ungefähr. Eine der ersten Moulin Rouge Partys, sagt man so dazu. Und ja, wir waren da in dem Lokal und ich bin dort gestaunt und habe mich unterhalten. Und dann kommt eine junge, fesche Dame zu mir und sagt, sie würde mir gern, von mir gerne ein Autogramm haben. Und ich sage dann, ja, kein Problem, geh mit, ich gebe dir eins. Ne? Und sie hat gesagt, nein, du brauchst mir keins geben, geh gleich mit. Geht mit mir dort ums Eck,
steht vor mir, schaut mir an und sagt, und jetzt schreib. Und ich denke mir, grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott. Naja. Bist du wenigstens rot geworden? Naja, ich war brettlehmrot und das Witzige war dann, ich schaue dann und will dann unterschreiben und denke mir, hä, wer hat denn da schon unterschrieben? Und wer war's? Und sie steht vor mir und sagt, der Rick. Aber mit Vor- und Zunahme wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe dann doch unterschrieben. Weil wenn schon der Sammy Davis Jr. oben ist, muss der Frankie Boy auch drauf sein. Naja, wir haben ganz sanft und so. Und dann ja, ja, und das ausgekostet natürlich. Okay, gut. Das klingt ja fast so, als ob es mit den Mädels jetzt ein bisschen leichter wäre. So mit steigender Bekanntheit. Naja, leichter. Es ist eher schwieriger, sagen wir so. Weil man, glaube ich, wenn man jetzt einen Robbie Williams vergleicht, das ist auch ein Mensch, der, glaube ich, Liebe braucht. Und nicht nur körperliche Liebe, sondern auch, dass man mal gehalten und gedruckt wird, sage ich jetzt einmal. Und da ist es sicher schwer, wenn man... Ja, das ist schau die große Runde mit Leid von unserem Publikum. Das ist ja schwer, jemanden zu finden, aber es wird die Zeit irgendwann kommen und dann... Wir haben schon jemanden gefunden zum Drücken und Herzen, den Hannes. Ja, nehmt mich. Ich wollte mich gerade anbieten. Und Gernot, ich wollte ja gleich schon fragen, in welchen Diskotheken du dich herumtreibst, wo die Leute sich immer ausziehen. Jetzt weiß ich, wo das ist, offensichtlich im Moulin Rouge. Ist mit halt? Ja, schauen wir mal. Ich werde während der Sendung schon dorthin verschwinden. So kann ich jetzt schon. Nun denn, ihr verwirrt mich. Die Gesangsperformance vielleicht, kurz. Konzentrier dich bitte schon, ja, nicht auf Grüß schon. Gott, Grüß Gott, sondern ich habe noch diese Bilder die im Kopf, die da gerade entworfen wurden. Gernot, nach deiner sehr schwierigen Wahl... Sollen wir dir den Text zum Ablesen geben? Es geht noch. Wir fangen nochmal an. Bühne an Hannes Eder. Wie hat dir die Performance gefallen? Gernot, ich dachte ja nach deiner Wahl vor ein paar Wochen, der sehr risikoreichen Wahl, Österreichs Superpopstar Falco zu nehmen und sich mit dem quasi einem direkten Vergleich auszusetzen, ist ja kaum zu toppen. Es geht schon, indem man nämlich einen Weltpopstar wie Robbie Williams hernimmt. Und wenn man sich mit dem matcht und das Ganze noch im Unterleiberl, im Feinripp, dann könnte es auch leicht passieren, dass man nur mehr in der Unterhose dasteht, im Direktvergleich. Das war nicht ganz so, weil stimmlich hast du im Match gegen Robbie Williams eindeutig eine 1:0-Führung erzielt. Wenn es um die Bewertung im Sexiness-Contest geht, fürchte ich, geht es insgesamt noch immer 10:1 für Robbie Williams aus. Sagst du jetzt als Mann, schauen wir mal, wie unser Saalpublikum spricht. Fantastisch. Wir bedanken uns. Ich auch. Und damit zu Gernots heutigem Duettpartner mit Startnummer 05, Rick. Ich glaube, manche Leute brauchen Vorbilder, manche brauchen es nicht. Ich glaube, ich brauche es schon. Das Beeindruckendste an richtigen Stars und richtigen Können ihres Fachs, dass man auf der Bühne steht, mit möglichst wenig Mittel das meiste erreicht. So richtige Bühnenpräsenz ist halt einfach was, das hat man, glaube ich, oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das wirklich lernen kann. Ich weiß nicht, ob es ich jemals so richtig lernen kann, aber ich hoffe es. Vor einem Jahr ungefähr habe ich mir eine DVD gekauft von Sammy Davis Jr. Ich bin natürlich schon viel länger ein wirklich großer Anhänger und Fan von ihm. Aber da habe ich dann auch gewusst, wieso. Also der hat einfach eine Ausstrahlung auf der Bühne, die ich einfach sonst noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es erstrebenswert ist, ein Idol zu sein,
Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Kompliment. Und es ist was, wo man automatisch ziemliche Verantwortung kriegt dadurch. Wenn man sich über was sehr begeistert, allein durch diese Begeisterung, wenn man das selber auf der Bühne ein bisschen rüberbringt, dann, wenn man selber das Funkeln in die Augen hat, dann kommt der Funke auch rüber. Angezogen. Ja, blöde Frage natürlich. Du siehst ja viel besser aus als die finnischen Sieger vom Song Contest 2006. Die hatten ja solche Monsterfratzen, ja. Die Frage ist aber, ob er auch besser gesungen hat, Hannes. Ich glaube, mit solchen Leuten möchte man sich ja gar nicht direkt vergleichen. Ich meine jetzt die Lordi. Insofern, und andererseits finde ich auch, optisch machst du auch in diesem Outfit wohl einen monströsen Eindruck, aber nicht, lang nicht so wie die wilden Finnen. Was soll ich sagen, Rick? Ich lass mich in höchsten Tönen von den höchsten Tönen, die wir von dir bis jetzt gehört haben, schwärmen. Und von den tiefsten auch. Wiewohl ich anmerken möchte, dass das mit diesen Grundpassagen habe ich von dem einen oder anderen leider Nein-Kandidaten schon noch besser gesehen. Aber insgesamt hätte ich dir das überhaupt nicht zugetraut. Das ist ja eigentlich eine Nummer, da muss man ein echter so Heavy-Metal, ja, typischer 80er-Jahres-Sänger sein, in viel zu engen Stretchhosen, damit auch die Töne gut passen. Und die Föhnfrisur, die lange fehlte noch dazu. Du hast es bravourös gemeistert. Ich würde mir doch eine andere Karriere aber für dich vorstellen als das. Aber lustig war schon. Lustig war das allemal. Danke. Hannes war jetzt gerade so ein bisschen verwundert, dass du also so experimentierfreudig auch bist. Es ist aber eine Seite von dir, die wir jetzt gemeinsam entdecken, denn Rick, du hast ja schon also nicht nur gesanglich viel ausprobiert, sondern auch optisch
eben heute Bademantel mit Kettenhemd in Kombination, aber haartechnisch auch schon einiges. Schauen wir mal, du hast verschiedene Frisuren gehabt. Wo zeigt ihr uns die? Da an der Seite wahrscheinlich, oder? Das bist wirklich alles du. Bitte erzähl uns mal, was ist damals in deinem Leben schiefgegangen, dass du so ausgesehen hast? Naja, es hat jeder so seine depressiven Phasen. Und da hast du einfach die Haare wachsen lassen. Das ist so ein bisschen Michael Jackson ähnlich, oder? Ganz links, wann war das ungefähr? Puh, naja, ich glaube, da war ich so 17, schätze ich mal. 17, naja, so 17, 18, 19 ist ungefähr so die. Aha, innerhalb kürzester Zeit. Ja. Bis hin zur blondierten Föhnfrisur. Also da lag der Das Hannes ist rot, na, es ist voll schief gegangen. Also Entschuldigung, ja. Das hätte rot sein sollen. Naja, gut. Naja, man muss ein bisschen herumexperimentieren. Aber fesch bist immer. Ja, ja, na, ja, na super. Du, aber Arabella, ich habe mir gedacht, da geteiltes Leid, halbes Leid ist, ich habe ein bisschen was für dich vorbereitet. Auch so ein Bademantel oder was? Nein, aber schauen wir. Ja, oh Gott, nein. Oh. Ja, das einzige Problem an der Geschichte, das bin ja gar nicht ich. Na? Oh, das war ex-large damals. Da habe ich ein dickes Gesicht gehabt, ja mindestens 10 Kilo mehr. Wahnsinn, und dann diese Lippen, so rot. Naja, gut, und gar keine Frisur. Naja, gut, also jeder greift mal daneben. Dankeschön, das war meine Ohrfeige. Gut, wenden wir uns aber den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu. Und das ist an dieser Stelle dein Saalvoting. Dankeschön. Wir bedanken uns bei dir. Dankeschön, Rick. So, was fehlt uns jetzt heute noch in der Sendung? Eine Solo-Performance und ein Duett. Und mit dem Duett machen wir weiter. Hier sind Martin und Tom. Ich finde, der Tom ist ein ehrlicher Mensch, das schätze ich sehr an ihn. Er ist lustig, man kann viel lachen mit ihm eben. Und ja, wir haben uns beim dritten Casting kennengelernt. Von unserem Auftritt kann man sich definitiv irgendwie so ein bisschen dritte Castingrunde Stimmung erwarten. Weil der Martin und ich, wir haben in der dritten Castingrunde ja schon miteinander gesungen. Und da hat es ziemlich gut hingehauen. Und ich hoffe, dass das am Freitag genauso ablaufen wird.
steht es fest, dass mit den Duetten ist wirklich eine Bereicherung in der Sendung. Nicht nur gesanglich, sondern auch optisch, natürlich mit all dem Feuer da und dem Nebel. Nur meine Frage, kann man sich da überhaupt noch Martin aufs Singen konzentrieren, wenn es faucht und raucht überall, links, rechts, hinter einem? Ja, also da hinter mir habe ich mir jetzt gedacht, jetzt wackele ich glaub, aber das ist ja alles gut gegangen. Du hast das überlebt, keiner hat Feuer gefangen. Alle noch da, nur du musst ein bisschen zu mir rücken, glaube ich, Dom, oder? Sonst wird es gefährlich da drin. So, also Feuer gefangen, aha, Feuer und Flamme, das ist auch ein gutes Stichwort für dich. Hannes, bist du Feuer und Flamme? Der spielt nervös mit seiner Hand. Das ist ein schlechtes Zeichen. Jetzt kommt das Flammenschwert. Jetzt habe ich mich so lange zusammengerissen im neuen Jahr. Das war für mich jetzt eher das Ärmere der Duette, die wir gehört haben. The Long and Winding Road, der war auch wirklich relativ lang, der Weg durch dieses Lied. Manchmal habe ich mich auch winden müssen. Bei manchen Passagen habe ich es schade gefunden, dass das Navigationssystem für das Verfolgen der richtigen Tonspur noch nicht erfunden ist. Ich glaube, ihr singt es besser wieder, jeder für sich. Danke. Naja, kurz und schmerzlos, aber hart. Zur Ehrrettung. Zur Ehrrettung muss man vielleicht noch sagen, das ist auch das einzige Lied, das kein Duett war. Und insofern ist es auch viel schwieriger, ein Song zu einem Duett zu machen, der eigentlich keiner war. Und hätte es jeder von euch solo gesungen, wäre es wahrscheinlich viel besser geworden. Okay, also bevor jetzt die weiteren hysterischen Zuckausse kommen, schauen wir uns mal das Saalvoting an. Vielleicht kann uns das die Moral wieder ein bisschen nach oben richten. Ja eben, die 8,0. Man muss nur wissen, wen man fragt hier auf der Bühne, oder? Aber jetzt richtig gemacht. Gut, dann bedanken wir uns für das dritte Duett. Ihr seid fertig erstmal und wartet auf das, was noch passieren wird. Und was jetzt gleich passiert, das ist eine absolute Premiere bei Starmania. Noch nie zuvor hat jemand ganz ohne musikalische Begleitung gesungen. Noch nie zuvor hat sich jemand nur auf seine Stimme verlassen. Sie traut sich. Mit Startnummer 06, Nadine! Freitag war nicht so ganz cool. Naja, Nadine, ich habe mir gedacht, du singst heute zum ersten Mal auf Deutsch. Das wäre mir jetzt bei 80% des Songs gar nicht aufgefallen. Ich habe den Text nicht verstanden. Du bist auf den Grund meiner Seele. Also ich habe es schon okay gefunden, weil er hat ja recht. Solange ich selber finde, dass er recht hat, dann passt es. Ich bin die Nadine. Ich habe einen F-Fehler. Ich habe gehört, du bist nicht wahnsinnig begeistert, dass jetzt eine Logopädin zu dir kommt. Ich habe noch nie gezielte Übungen für Aussprache gemacht. Das hat mich auch noch nie so richtig interessiert. Aber mir ist jetzt als erstes Mal wirklich aufgefallen, dass es brutal wichtig ist. Dann muss jeder ein bisschen deine Zunge vorkommen. Ja, ich wollte es gerade ganz blöd machen. Also ich glaube nicht, dass ich immer verstanden wäre. So, wegen dem Dialekt ein paar Mal auch. Also das Tirolerische sitzt eher weit hinten von der Artikulation. Wenn es langsam getragen ist, dann habe ich Zeit, aber sonst tue ich einfach so hudeln. Also auf die Sendung bereite ich mich so vor, dass ich eigentlich probiere, ziemlich viel für mich allein zu üben. Va bene, signorina. Ich schaue mir das mal an. Sie sagen immer, ich soll aus meinem Gefühl irgendwie aus irgendetwas machen. Und stehe mal da und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich keine Ahnung. Und deswegen muss ich es zuerst mal für mich alleine durchsingen. Und dann kommt das alles von allein. Es geht auf jeden Fall schneller. In a lullaby.
star. And wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops. Away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, way up high, birds fly over the rainbow. Why, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Wahnsinn, Wahnsinn, das sagen wir auch. Hast du gerade gemerkt, was das für eine Stimmung war hier im Studio? Eine Stecknadel hätte man fallen lassen können und wir hätten es gehört. Oder wir hätten es vielleicht nicht gehört, weil wir alle an deinen Lippen hingen. Also alle waren jetzt gerade hin und weg und der Hannes, der war vielleicht auch kurz weg, also gedanklich, aber jetzt ist er wieder da. Ich war eh da, gedanklich war ich... Eder. Eder. Der Eder war eh da. Bleib auch. So eine Performance ist man normalerweise nur gewohnt vor dem Ankick für ein Fußball-Weltmeisterschaftsfinale oder zum Beginn der Super Bowl in Amerika, wo 100.000 Menschen in einem Stadion sitzen. Und dann wird es ganz still und dann kommt meistens eine relativ sehr stark berühmte Person und singt immer die Bundeshymne dann, die auch jeder kennt und die meistens ja auch nicht allzu schwer gestrickt sind. Ich möchte dir erstens gratulieren zu dem Mut, dass du dich da hinstellst und das wirklich ganz alleine nur mit Voice machst, ohne Musik. Und das Zweite, wozu ich dir gratulieren möchte, ist, dass du mich und uns alle schon wieder mal verarscht hast, weil in der Generalprobe hätte ich diesmal zwar den Text verstanden, aber das Lied nicht mehr erkannt. Da hast du offensichtlich irgendwas anderes als Stimmaufwärmübungen von dir gegeben. Jetzt kann ich nur sagen, das war eine mehr als nur stark beeindruckende Leistungsschau deiner stimmlichen Fähigkeiten. Bevor du mir jetzt umfällst, schauen wir uns das Saalvoting an. Schauen wir mal, ob das der krönende Abschluss sein wird. Und noch einmal, die 9,1 hatten wir schon in der Sendung. Das ist wirklich fantastisch. Danke. Vielen, vielen Dank. Ach, schau mal, wie sie sich am Mikrofon festhält. Muss nicht sein, das war super. Dankeschön. Da kann man schon mit Fug und Recht behaupten, nur die Besten sind so weit gekommen. Jetzt allerdings sind die besten Zuschauer dran, nämlich Sie zu Hause. Sie geben jetzt Ihre Stimme ab, bitteschön, für die Kandidaten, die Ihnen heute Abend am besten gefallen haben. Die, die Sie nächsten Freitag unbedingt wiedersehen wollen.
rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine SMS. Und bedenken Sie, das Feld ist mittlerweile schon sehr klein. Das heißt, jeder einzelne Anruf oder jede einzelne SMS kann entscheidend sein. 090 10 59 09 und dahinter die zweistellige heutige Startnummer Ihres Favoriten. Das ist ganz wichtig. Lassen Sie Ihre Lieblinge nicht im Stich. Hier, noch einmal der Schnelldurchlauf. Ich möchte so gern landen, möchte in deiner Nähe bleiben. Dauernd flieg ich mit dem Kot und meine Scheiben. Von diesen 6 Kandidaten kommen nur 5 in die nächste Runde. Und Sie zu Hause entscheiden wieder ganz alleine darüber, welche 5 das sein werden. Ganz alleine sage ich, weil es ab dieser Woche kein Friendship-Ticket mehr gibt. Das heißt, nur die Kandidaten, die von Ihnen zu Hause am meisten Anrufe oder SMS bekommen, sind auch nächsten Freitag mit dabei. Also, wer darf den Traum von der Popstar-Karriere weiterträumen? Und für wen ist er gleich zu Ende? Das erfahren wir in wenigen Minuten in ORF 1 bei Starmania. Das Ergebnis. Ja. Popstar-Karriere so nah wie noch nie zuvor. Aber für einen oder für eine wird dieser Traum jetzt gleich zerplatzen. Für wen das neue Jahr nicht ganz so glücklich anfängt, das erfahren wir gleich, Kraft ihrer Stimmen und ihrer SMS. Zuerst aber die Neujahrsansprache von Markus Spiegel. Guten Abend. Die heutige Show hat Starmania verändert. Wir sind sozusagen in die entscheidende Phase eingetreten. Denn erstmal sind die Kandidaten nicht einfach mit einem Einzelsong angetreten. Nein, sie mussten sich auch in einem Duett bewähren und haben uns am Anfang der Show mit Hair wieder ein Musical im Schnelldurchlauf präsentiert. Ich habe mich vor der Show mit einigen unserer Starmaniacs unterhalten und war entsetzt. Die haben nach ihrer Performance so ermattet gewirkt, wie ich, wenn ich nach einem Marathonlauf noch den Schwanensee tanze. Hallo, wo bleibt die Kraft, die Lust an der Vielseitigkeit? Jeder Popstar gibt Konzerte und da kann man ja auch nicht nach einem Song mal schnell in die Werbung schalten. Nein, da muss man stundenlang die Pop, Rock, Swing, Soul oder von mir aus auch die Musical-Sau rauslassen. Da muss man ein Publikum infizieren, das erbarmungslos mehr will und Zugabe ruft, die das sicher auch
bei der Tour passieren wird, die unsere 12 Star Maniacs im März durch ganz Österreich und Südtirol führt. Natürlich ist Pop kein Spitzensport, aber man muss lernen, seine Energie auf mehr als 2 Minuten aufzuteilen. Und genau das mussten unsere Kandidaten heute machen. Manche besser, andere halt leider nicht so gut. Auch mit den Duetten bin ich nicht restlos zufrieden. Heute hat sich gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen miteinander singen und gleichzeitig singen. Bei einem Paar habe ich das Gefühl gehabt, die hätten sich am liebsten gegenseitig von der Bühne gestoßen. Gerade in solchen Details zeigt sich Professionalität. Erkennen, wenn man nur gemeinsam gut sein kann. Denn alleine überlebt niemand im Showbusiness. Ganz schön streng, der Markus Spiegel. Aber ich finde trotzdem, unsere Star Maniacs haben heute wieder Großes geleistet. Also vielleicht noch Größeres als sonst. Sie haben die Einzelsongs performt ja auf der Bühne. Sie haben in den Duetten sich bewährt. Und sie werden jetzt gleich als Sextett auf die Bühne kommen. Allerdings nicht mehr, um zu singen, sondern um zu erfahren, wie sie zu Hause abgestimmt haben. Hier sind Mario, noch zu sechst, aber bald nur noch zu fünft. Ihr wisst, es gibt heute kein Friendship-Ticket mehr. Das heißt, wer von den Zuschauern zu Hause am wenigsten Stimmen bekommen hat, der ist draußen. Und es gibt keine Möglichkeit mehr für eine zweite Chance. Seid ihr bereit zu erfahren, wie es ausgeht in der heutigen Sendung? Dann bitte tretet nach vorne. Wer steht jetzt gleich auf welcher Seite? Auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite? Das erfahren wir jetzt. Fünf Röhren mit 5 Zetteln und das sind die Namen der 5 ja, Gewinner des Abends, die also weitergehen, weitermarschieren in die nächste Runde, nächsten Freitag mit dabei sind. Die am meisten Stimmen von Ihnen zu Hause bekommen haben. Und eigentlich jetzt im Geiste schon überlegen können, was sie nächste Woche alles veranstalten, um wieder die Herzen der Zuschauer zu gewinnen. Wo soll man anfangen, um nachzuschauen? Ganz links. Mitte. Da. Mitte. Mitte. Also Mitte. Es kommt ja eh jede Röhre dran. Keine bleibt aus. Also, der Erste oder die Erste, der oder die. Ganz oben am Stockerl geht, das ist bei uns die obere, die ganz kleine Bühne, aber da kuschelt man sich gerne eng zusammen, wenn man da oben steht, weil das heißt, man ist weiter. Ist. Gernot! Die nächste heißt es jetzt in die Neujahrsvorsätze am besten mit einzupacken. Ich werde hart weiter an mir arbeiten. Ich werde alles geben bei Starmania am nächsten Freitag, um auch die nächste Finalrunde zu schaffen. Denn die heutige, die hat er oder sie ja schon gepackt. Jetzt nehme ich mal die. Keiner von euch gesagt, aber die mag ich jetzt haben. Also, wer ist weiter? Wir wünschen es allen, aber ist erstmal der Name, den ich jetzt sage. In der nächsten Finalrunde von Starmania, Kraft der eigenen Performance, Nadine! Nadine!
auf der Siegerseite an diesem Freitag durch Ihre Anrufe und SMS. Und wie gesagt, es ist heute nur Ihre Entscheidung. Da funkt keiner mehr dazwischen, für wen Sie gewotet haben. Mit genügend Anrufen und SMS, der ist weiter. Jetzt kann ich sagen der, weil die einzige Frau, die noch im Rennen ist, die steht da schon oben. Nächsten Freitag, fix, mit dabei ist Rick! Natürlich hier unten auf der Bühne stehen, umso größer wird das Herzklopfen wahrscheinlich bei denen, die da sind. Aber zwei marschieren noch locker nach oben. Scheidet nur einer aus. Also wer auch weiter ist, mit zwei Performances überzeugt hat heute, dem Einzelauftritt und dem Duett, ist folgender Kandidat. Mario! Und wer steht da unten? Tom? Martin? Komm mal zu euch. Ich schau da gar nicht rein, ich weiß nicht, welchen Namen wir jetzt gleich noch hören, wer weiter ist. Wir wissen an der Stelle ja nur eines, dass auf jeden Fall ein Kandidat gleich noch nach oben marschiert, weil er genügend Stimmen bekommen hat von Ihnen zu Hause. Das können jetzt, nachdem ich das immer in zufälliger Reihenfolge, also die Zettel ziehe, die meisten Stimmen sein oder vielleicht also nur ja, die Mittelfeld, aber das ist ja auch egal, Hauptsache man ist auf jeden Fall weiter in der nächsten Runde. Ein Kandidat scheidet aus. Und bevor wir jetzt erfahren, wer hier unten bleibt, wer gleich noch zu den anderen geht, schauen wir mal gemeinsam zurück auf viele, viele Wochen, die wir schon miteinander verbracht haben. Sehr viel Schönes dabei, von den Castings angefangen, über die Vorrunden bis zu den Finalrunden, ja eigentlich bis zu den Duetten heute. Für einen geht der Weg weiter und für einen hört er jetzt auf. Ich muss sagen, halt mich da jetzt raus. Ich weiß nicht, welcher Name da steht, ich weiß nur, es ist der Name des Kandidaten, der weiterkommt in die nächste Runde. Aber ich möchte diesen Namen nicht vorlesen. Das macht bitte ihr. Denn ihr braucht ja noch einen, der die Gruppe verstärkt. Einen fünften. Geht ihr bitte zu der letzten Ergebnisröhre. Stellt euch dorthin. Und Rick, du bist der Älteste derer, die jetzt noch dabei sind. Und du ziehst bitte diesen Zettel und du liest bitte den Namen vor des Kandidaten, der zu euch stößt und weiter ist in der nächsten Finalrunde. Eine Woche weiter ist bei uns Tom. Tom, hab ich selber sehr überrascht. No. Aber wir auch überrascht, dass du jetzt zu Hause bist. Das heißt ja, dein Umkehrschluss
Martin, dass wir dich verlieren. Ja, also ich möchte mich einfach nur mal bei allen bedanken, dass ich so weit gekommen bin, bei den ganzen Geigen, die was gewartet haben von mir, bei den ganzen Theater, die ganzen Österreich, aber danke. Dann ganz besonders bei der Monika, bei meinem Ferdi und bei der Maria und einfach alle, die was für mich gestimmt haben, bei meinen Fans. Danke. Sind weiter. In der nächsten Sendung, nächsten Freitag, 20.15 Uhr. Und bis dahin greifen Sie nach den Sternen. Schöne Nacht. Dankeschön. Martin, schau mal dein Publikum. Danke, danke. Martin, Standing Ovations, schau mal. Es geht noch weiter. Martin.